freiwillig und zum Dienst der Menschlichkeit diesen Konvoi mitfahren, Hilfsgüter in die Krisenregion bringen und auch dann Frauen, Kinder, Jugendliche, Verletzte mit zurückführen. Mit einfühlsamen Worten bereitete Markus Scholz am vergangenen Freitag seine 30-köpfige Mannschaft auf dem Parkplatz eines Lohrer Autohauses auf den bereits zweiten Hilfskonvoi in das polnische Pritschmissel direkt an der ukrainischen Grenze vor. In den 14 Fahrzeugen wurden nicht nur rund 110 Kubikmeter an Hilfsgütern verladen. Für die Rückfahrt war die Überführung von 100 Flüchtlingen in das Ankerzentrum von Geldersheim geplant. Der 43-jährige Reserveoffizier der Bundeswehr ist durch seine berufliche Laufbahn beim Wehr mit der Organisation Humaner Hilfe vertraut und überließ nichts dem Zufall. Auf der gut 1200 Kilometer langen Strecke waren alle Fahrer mit Funkgeräten ausgestattet, die ermöglichten, dass der Konvoi stets zusammenblieb. Scholz organisierte bereits im Vorfeld die direkte Übergabe an einen ukrainischen Mittelsmann, der zuvor in Frammersbach lebte. In einem Lager bei Pritschmissel konnten die Hilfsgüter abgeladen werden. Diese waren von Lorger Geschäftsleuten und Privatpersonen gespendet worden. Teilweise wurden die Hilfsgüter am Tag darauf direkt an die Front gefahren. Insbesondere Tarnkleidung, Campingmaterial und Decken waren darunter. Nahrungsmittel, auch für Babys, medizinisches Material und Medikamente konnten an die Zivilbevölkerung in das 70 Kilometer von der Grenze liegende Lviv überführt werden. Die Stadt wurde am Wochenende mehrfach von Raketen angegriffen. In einer direkt vor Ort stattfindenden Besprechung wurden alle Helfer auf die Mitnahme der Flüchtlinge vorbereitet. Jeder noch mal sagen, wie viele freie Sitzplätze er in seinem Fahrzeug hat. Deswegen, wir gehen die Reihe noch durch und auch, ob er schon Maschweifung drin hat für diese Anzahl an Personen. Man dürfte auch mal heulen, mal weinen, geht mir mit Sicherheit auch so nachher. Es ist einfach was Ergreifendes. Was ich nur sagen will nochmal, ihr müsst euch klar sein, ihr habt jetzt dann die Leute bei euch im Wagen. Mehrere tausend Flüchtlinge finden nach dem Grenzübertritt in Polen Zuflucht im Lager von Pritschmissel. Fernsehteams aus der ganzen Welt übertragen das Leid der größtenteils alleine und völlig erschöpft ankommenden Frauen und Kinder. Teilweise über dutzende Stunden erfolgte deren Flucht aus der Ukraine. Gleichzeitig zu den immer wieder in Gruppen ankommenden Flüchtlingen standen Dutzende Reisebusse und Privatfahrzeuge zum Transport in das benachbarte Ausland zur Verfügung. Aber alle dann ein Bändchen dran mit der Registriernummer. Und wir machen jetzt für unsere Fahrzeuge, die kommen aufs Fahrzeug 6, haben wir hier die Nummer 6 nochmal draufgeschrieben. Ne? Dann wird es eindeutig. Ich lasse jetzt für den... Während es dem Organisationsteam von Markus Scholz, unter anderem bestehend aus der Pattensteiner Ukrainerin Oksana Sabadasch, die als Dolmetscherin fungierte, den Lorer Krankenschwestern Lorraine Vidal und Patricia Lenz immer wieder gelang, einige Flüchtlinge mit Armbändchen den jeweiligen Fahrzeugen zuzuordnen, scheiterte eine größere Rückführung im mitgebrachten Reisebus an neuen Auflagen und Gesetzen. Wir haben ja heute den Konvoi durchgeführt nach Preschem mit Hilfsgütern, die auch angekommen sind. Das hat alles funktioniert. Es ist sehr geordnet abgelaufen. Die Truppe hat prima funktioniert, hat gut koordiniert, läuft. Allerdings haben wir jetzt eine ganz, ganz große Pleite erlebt. Die größte Pleite, wo ich je erlebt habe. Und zwar, es war von unserer Seite her alles so organisiert, dass wir um die 100 Flüchtlinge am Auffanglager aufnehmen. Das hat gestanden. Wir hatten Verbindungspersonen vor Ort, die hatten schon vorsortiert, ausgewählt, ausgesucht. Leider war es dann so, dass an diesem Auffangzentrum der Besitzer wohl gestern gesagt hat, es ist jetzt gut. Und auch der Bürgermeister der Stadt Preschem dann wohl einen Riegel vorgeschoben hat, gesagt, es ist jetzt gut, wir haben genug geholfen. Deshalb sind die Leute weiter verfrachtet worden nach Krakau und Warschau. Also die Züge haben dort auch nicht mehr angehalten, sind weitergeschickt worden. Und wir standen jetzt heute am Aufnahmepunkt zusammen mit Sicherheit 20 anderen Großformatbussen, also alles 50 Sitzer, und haben zunächst erstmal gar keine Leute bekommen. Zum einen waren weniger da. Letzte Woche noch, da hätten wir an einem Abend 300-400 Stück mitnehmen können. Und dann kam die Bürokratie ins Spiel. Also wir haben 2 Stunden lang jeden Fahrer alles registriert. Ein Riesenprozedere, man braucht dann so ein
so ein Bändchen. Ohne das Bändchen kommt man nirgendwo mehr rein. Ohne das Bändchen kann man auch niemanden mit rausnehmen, man wird da kontrolliert. Und gegen die Mittagszeit war aber das Aufnahmeprozedere dann auch wieder hinfällig. Da hätten wir das Ganze nochmal von vorne starten sollen. Wir haben bis dahin schon einige in unseren Bussen gehabt, haben dann aber gesagt, also jetzt irgendwo verstehen wir die Welt nicht mehr und es ging nicht nur uns so. Also da ist gerade ein bisschen die Koordination seitens der Behörde nicht ganz so glücklich. Was wir jetzt aber machen, wir haben jetzt insgesamt 4 Busse und jetzt kommen noch 2 dazu, 6 Busse mit Personen, die getrennt von unserer Kolonne direkt nach Geldersheim fahren. 4 sind schon auf der Piste. Der Auftrag von Wagen 11 und 12, dem Viktor Karl und ich angehörten, lautete, 2 Familien vom Bahnhof abzuholen. Die Kontakte bestanden über Viktors ukrainische Frau Oksana. Zug um Zug erreichte das Areal. Etwa 1000 Flüchtlinge warteten am späten Nachmittag auf die Registrierung. Die Auffindung der Familien glich der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Viktor sprach auf Russisch Familie um Familie an. Kurz vor der Aufgabe geschah das kleine Wunder und Viktor fand die 3 Familien, die in das Ankerzentrum nach Geldersheim überbracht wurden. Wie es überhaupt zu der Kontaktaufnahme kam und wie Oksana die Flüchtlinge ansprach, erklärt sie wieder zurück in Pattenstein im Interview. Ich habe von meinem Mann erfahren, dass wir mit der humanitären Hilfe für ukrainische Flüchtlinge an die Grenze fahren können und dort jemanden abholen. Ich habe mich sehr darüber gefreut und wir haben es gemeinsam geschafft. Ich kenne die Ukraine sehr gut, weil ich selbst auch Ukrainerin bin. Ich kenne unsere Natur und unsere Mentalität. Ich weiß, wem ich vertrauen würde und welchen Wörtern würde ich glauben und wem würde ich folgen. Ich habe die Menschen angesprochen und ihnen zugehört. Dann habe ich ihnen gesagt, dass wir helfen können und wir sie in Sicherheit bringen können. Die Menschen, die wir zum ersten Mal mitgebracht haben, haben meine Telefonnummer an andere Bekannte weitergegeben. Die haben mich angerufen. Wir haben ausgemacht, dass sie am Samstag am Morgen kommen. Auf der Fahrt im Zug sind sie unter Beschuss gekommen. Deswegen hatten sie große Verspätung. Markus Scholz fuhr mit einigen weiteren Fahrzeugen und dem Reisebus indessen nach Krakau, um eventuell dort Flüchtlinge mitnehmen zu können. Ja, in Krakau hatten wir letztendlich die ähnliche Misere wie auch im Auffanglager. Es haben sich viele, viele Busse gesammelt, von vielen anderen Helfern auch. Und wir konnten aber leider unsere Flüchtlinge, die nach Deutschland wollten, nicht finden. Teilweise hatten sie auch Angst. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass sie hier den Ausweis abgenommen bekommen würden oder irgendwelche solche Geschichten kursieren da. Wo diese Gerüchte herkommen, das konnten wir zum Teil nachvollziehen. Das kann man separat auch nochmal erklären, aber stimmt also natürlich alles nicht. Wir haben dann noch versucht, was möglich ist, ob wir noch jemanden finden. Ging leider nicht und haben dann abbrechen müssen, weil einfach die Zeit schon überzogen war. Wir mussten Richtung Heimat. Unbestritten haben wir aber trotzdem über 30 Leute jetzt im Nachgang mit nach Deutschland bringen können. Die sind teilweise in Geldersheim angekommen. Es waren Frauen, Mütter, Kinder, Säuglinge auch dabei. Eine Familienzusammenführung vor allen Dingen. Also von der Woche vorher, die Schwester von einer Beteiligten, die haben wir gefunden, haben sie mitgenommen. Eine Familie ist dann auch sofort untergekommen. Die hat der Jochen Behl mit nach Hause genommen. Also die sind versorgt. Und letztendlich war es, auch wenn wir nicht den vollen Erfolg hatten, aber für alle trotzdem eine ganz, ganz große Geschichte. Denn wir haben ja, wie gesagt, über 30 Leute nach Deutschland gebracht. Und die Hilfsgüter, die wären auch ohne den Bus zum Transport überhaupt nicht möglich gewesen. Ich habe im Nachgang nochmal nachgemessen, es waren um die 110 Kubikmeter. Das ist also ein Gigaliner voll, also nicht nur ein 40-Tonner, sondern mehr. Und die Sachen sind dank unseres Kontaktmannes und Mittelsmannes in der Ukraine bereits schon dort. Wir werden also permanent auch mit Videos und Fotos dann versorgt, dass wir sehen, dass die Sachen tatsächlich angekommen sind. Und sie sind schon direkt auf dem Weg zur Front
beziehungsweise zu den Gebieten, wo die Leute einfach keine Versorgung mehr haben. Das ist insgesamt wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg für mich. Und natürlich, dass meine Leute, mein kompletter Zug, der dabei war, alle wieder gesund nach Hause gekommen sind. Hat schon Bus für Front, für Mykolaiv-Region mitgesammelt. Dann erster Bus fährt nach Wesnesensk zum Front. Zwei Fahrer essen und dann fahren nach Wesnesensk. Dieser zweite Bus hat alles auch gekriegt. Wir teilen und dann schicken weiter auch. Und diese Bärchen für zweite Stelle nach Stadt Mykolaiv zum Soldaten. Aber es ist nur Bus. Wir warten schon für diese große LKW heute, über welches habe ich schon gesagt.